ist Kopfadler. Autor D. Seltsam Kenzi. Die Filmbilder hat der Autor selbst in British Columbia in Kanada gedreht. Der Weißkopfseeadler, Haliaetus leucocephalus, ist ein großer Greifvogel aus der Familie der Archipitridae. In Aussehen und Lebensweise ähnelt die Art sehr dem Eurasischen Seeadler, die beiden Arten werden daher von manchen Autoren zu einer Superspezies vereinigt. Der Weißkopfseeadler ist der Wappenvogel der USA und daher auf deren Siegel zu sehen. Weißkopfseeadler sind die größten Greifvögel Nordamerikas. Ihre Körperlänge beträgt 70 bis 90 cm, die Flügelspannweite 1,80-2,30 m und das Gewicht 2,5-6,3 kg. Proportionen und Gefiederfärbung ähneln sehr dem Seeadler, die Färbung des Weißkopfseeadlers ist jedoch deutlich kontrastreicher. Der Kopf und der Hals, Name. Der Schwanz und die Unter- und Oberschwanzdecken sind weiß, Körper und Flügel sind dunkelbraun. Füße, Schnabel, Wachshaut und die Iris der Augen sind hellgelb. Die Flüggenjungvögel ähneln sehr den Jungvögeln des Seeadlers, sie sind braun mit dunkelgrauem Schnabel und brauner Iris. Beste Unterscheidungsmerkmale zum jungen Seeadler sind die weißen Achselfedern und der weitgehend ungefleckte Bauch. Ursprünglich war der Weißkopfseeadler über das ganze Festland Nordamerikas verbreitet. Durch menschliche Verfolgung ist die Verbreitung in den USA heute im Wesentlichen auf die Ost- und die Westküste sowie auf Alaska reduziert, außerdem besiedelt die Art weite Teile Kanadas. Der Weißkopfseeadler lebt meistens an Flüssen, Seen oder an der Küste. Die größte Population gibt es in Alaska, die zweitgrößte in Florida, wobei in Florida 70% am St. Johns River leben. Der Weißkopfseeadler ernährt sich ähnlich wie der Seeadler überwiegend von Fischen und Wasservögeln, Säugetiere werden seltener als Beute genutzt. Aas wird insbesondere im Winter häufig gefressen. Wie der Seeadler parasitiert auch der Weißkopfseeadler häufig bei anderen Arten. Zu Jagdmethoden siehe auch Seeadler. Die Nester, Horste, werden wie beim Seeadler auf alten Bäumen oder in Felswänden aus dicken Ästen gebaut. Die Mulde wird mit Moos und Gras ausgepolstert. Alte Horste können bis zu 450 kg schwer sein. Das Gelege umfasst 1 bis 3 Eier. Die Brutzeit dauert 33 bis 36 Tage. Die Jungadler sind nach 10 bis 11 Wochen flügge. Durch menschliche Verfolgung wurde die Art bis 1950 in weiten Teilen Nordamerikas ausgerottet, ein weiterer starker Bestandsrückgang erfolgte in den 1950er und 1960er Jahren durch den Einsatz des Insektizids DDT. Seit etwa 1980 hat sich der Bestand deutlich erholt. In den USA außerhalb Alaskas lebten 1980 ca. 1200 Brutpaare, Anfang der 1990er Jahre bereits 4000 bis 5000 Brutpaare. Anfang der 1990er Jahre wurde der Gesamtbestand auf 110.000 bis 120.000 Individuen geschätzt. Die größten Gefahren für die Art sind heute Lebensraumzerstörung sowie Bleivergiftungen durch die Aufnahme von Bleiartikeln aus Jagdgeschossen. Am 4. Juni 2007 wurde die Art wieder von der Liste gefährdeter Tierarten gestrichen. Eckige Klammer auf.